Jetzt mal, weil die Frage des Öfteren aufkam, wie bei dem AA-Alaun-Akku vom Kelvin der Mantel gemacht worden ist. Im Detail weiß ich jetzt nicht genau, wie es der Kelvin gemacht hat. Aber ich probiere das jetzt so hier einfach mal. Ne, es gibt da solches Rollblei zu kaufen. Ich habe das irgendwie in Zusammenhang mit so einem Drehsenkblei, keine Ahnung, gebt einfach mal Blei und kaufen ein in Google und dann findet ihr schon irgendwas. Die Dinge gibt es da jedenfalls und dann ja, kann man die sich entweder hier rumwickeln, so wie es Kelvin gemacht hat, oder um den Bohrer seiner Wahl. Und ja, ist ja Blei, ne? Kann man ja schön mit Lötzinn verlöten. Ey, da kann man echt festgehen an diesem Bleilöten. Oh. Ja, aber der Dampf ist nicht so gut. Hey, wunderschön. Ist es fertig? Alles dicht? Und wirst du ungefähr die Größe haben? Ja, diesmal machen wir nämlich AAA-Batterien. Für das Innenleben, ich habe keinen Bleistift gehabt. Ich nehme hier so ein einzelnes Stück von diesem Rollblei, ne, so ein abgeschnittenes Stück. Und ja, kann man ja auch schön als einen Stab zusammenwickeln. Ja, für die Detailfreaks, das ist, ich glaube, dreilagiges Klopapier. Das nehme ich jetzt und wickele das jetzt genauso wie in der Anleitung hier rein. So, ist der Wickel jetzt auch fertig? Müsste eigentlich auch genau hier reinpassen. Jawohl, aber erst wird er getränkt mit Alaun. Totales Chaos. Aber ja, ich mach's halt so hier, ne? Hier hat jeder seine eigene Methode. Aha, so dicht wie möglich, habe ich mir gedacht. Okay. Nö. Du müsst eigentlich schon fertig sein. Ja, ich glaube, ich tue ihn erstmal raus. So schaut's jetzt aus. Ja, und jetzt gleich in dem Zustand ins Ladegerät oder wie, oder was? Probieren wir es mal. Er lädt. Die Elektronik von dem Teil sagt, jo, passt. Na gut, gucken wir mal ab. Hier haben wir es. 1957, die war jetzt ungefähr 10 Minuten am Ladegerät. Ja, so lang ungefähr reden wir jetzt schon ungefähr, ne? Ja, okay. Und ja, mal gucken, was er für Spannung hat. Mal schauen. Na, AAA. AAA. Noch eine Nummer kleiner. Ja,
habt dann die gemacht, leer gepopelt und dann. Ach nö, da haben wir, da gibt es ja solches Rollblei zu kaufen. So Blei aufgerollt und daraus habe ich mir ein Gehäuse gebastelt. Und dann innen rein habe ich nochmal dieses Bleiroll ganz eng zusammengerollt, da ich einen kleinen Stab habe. Das dann in Klopapier eingewickelt und in der Laune getränkt. Das ist echt krass, da hat Kelvin echt jetzt 9 Ampere Kurzschlussstrom bei dem Ding gemessen. Bei 1,7 Volt. Das ist Hammer. 9 Ampere? 9 Ampere hat sein Messgerät angezeigt. Das will ich jetzt gleich mal verifizieren. Hey, mit dem Ding kann ich ja ohne weiteres eine Digitalkamera betreiben. Ja, nicht nur das. Mal gucken, ob der Selbstladeeffekt da noch ist. Na gut, zwischen all. Das ist ja als Blei-Blei, ne? Eine Blei-Blei-Batterie. Überleg mal, wie abgefahren, Alter. Eigentlich ja. Ey, es wäre noch abgefahren, wenn ich jetzt mein Messgerät hätte. Wenn das mir einer vor, keine Ahnung, vor einem halben Jahr gesagt hätte, ich dachte, Alter, geh, fahr zum Arzt oder mach sonst was. Fahr zum Arzt. Das ist hinaus, oder Christian? Der Ronny ist doch wahr, oder? Ja, hier ist es wahr. Herrlich. Jetzt überleg mal, was wir hier machen. Wir, also das sind ja wirklich Sachen, die widersprechen allem, was ich jemals gehört und gesehen habe. Ja, guck mal, was ich jetzt mache, ist mal was Normales. Was machst du jetzt? Ja, ich sag ja, zwischendurch gibt es auch mal was man schon mal gesehen hat oder gehört hat. Aber in der Regel... Ja, der Benutzerwurst, die machen Oldtimer. Für das eine Auto, da gibt es Rücklichter, da hat man auch nur einen Lampensockel. Von den einen Lampen baue ich jetzt eine Schaltung, wo Bremslicht und normales Rücklicht über einen Kühlfahren läuft. Ah! Mit MOSFETs nur? Ja, nur mit MOSFETs. Und ja, jetzt habe ich gerade Potentiometerkanne, um das zu regeln. Da würden auch normale Widerstände, denke ich mal, reichen. Oh. Wasser mit den kleinen Einbau-MOSFETs hier, die sind ziemlich. Ich probiere es mal nur eine Testschaltung, weißt du, weil ich muss gucken, ob mein selbstgebauter Kühlkörper aus Kupfer das aushält oder ob der zu heiß wird, weil da darf nichts passieren. Also, ja, komplett sichere Eintrag-Technik. Was? Ja? Jetzt hat der Ronny hier die große Fresse, ungefähr noch vor, keine Ahnung, 2 Monaten, hat genau der gleiche, der jetzt den Spruch gehalten hat, hier mit der Schaltung, mit dem Rücklicht, hat zu mir gesagt, ey, das ist ja wohl das allerletzte mit den MOSFETs, da funktioniert ja überhaupt gar nichts. Ja, man muss das mal dahinter steigen, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das eine ganz andere Musik. Ich hab's dir ja 150 Mal erzählen müssen, Alter. Ja, wenn wir brauchen so ein bisschen, ist das dann, manchmal stehe ich auf der Leitung. Hey, ich weiß ganz genau, wie es ist. Manchmal ist da wirklich eine komplette Blockade im Kopf. Bis zu irgendeinem Punkt dann. Oha. Ja, was heißt Blockade, Thorsten? Ich hatte mich noch nie mit solchen Chips und so als Thermolens. Noch nie. Hey, frag mich mal. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um ansatzweise zu kapieren, was beim Bedini überhaupt Phase ist. Ja, das habe ich mitgekriegt, was da läuft. Ja, und viel, viel schneller als ich. Nee. Du hast es ja auch gut erklärt, Thorsten. Das darfst du nicht vergessen. Das krieg ich aber im Nachhinein erst mit. Hätte ich dein Video nicht gesehen, würde ich jetzt irgendwas anderes machen. Aber das ist... Ja, sehr schön. Wegbegleiter. Das hat man, glaube ich, alle durchgemacht, denke ich mal. Weil sie durften dein Video eigentlich gut. Natürlich habe ich es dran. Jetzt hätte ich mich ja mit der Bettinen-Scheiße überhaupt nicht beschäftigt. Schon heftig, welche Wege da manchmal dahin führen. Aber Leute, ich habe kein Messgerät mehr hier. Moment, ich muss erstmal kurz Messgerät suchen. Okay. Messgeräte sind da. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt hier. Bei Volt zeigt er irgendwie Mist an. Doch 1,3 Volt. 1,3 Volt war noch da. Oder auch nicht.
Moment. Mal gucken, ob das überhaupt die richtigen Messstrippen sind. Doch, sind es. Das geht. 1,4. Okay. Nee. Irgendwas um die 130 Millivolt zeigt er an. Was? 130 Millivolt? Naja, das ist irgendwie gar nichts. Das ist überhaupt nichts, ne? Hm. Oder sagen wir ein bisschen wenig. Ja, ja, das ist ein bisschen sehr wenig. ich brauche mal richtige Kontakte hier. Hier haben wir sie. Einmal. Und zweimal. Plus. Minus. Tja, nee, 93, 94 Millivolt. Irgendwas passt hier nicht. Ja, dann mache ich wohl mal einen mit einem Kohlestab in der Mitte, wa? Mal probieren, ja. Mhm. Wohl komischerweise, mein Ladegerät hat gesagt, das ist eine Batterie und die Leder und alles in Ordnung. Das ist jetzt schon verwunderlich. Na gut, ich messe trotzdem mal aus Juxendalerei in Strom. Da. Ja, gar nichts. Ja. Ein normaler Akku hat 4 Ampere ungefähr, aber der hier hat so noch nichts. Ich tue nur noch mal ins Ladegerät. Es fängt wieder an, ihn zu laden. Naja, mal gucken. Das muss ich noch wahrscheinlich mal mehrere Stunden. Ich glaube, in der Originalbauanleitung hat das mit 12 Volt Wechselstrom aus Versehen über Nacht die ganze Zeit dran gehabt und dann nur mal eine halbe Stunde mit Gleichstrom geladen. Das probieren wir jetzt mal. Genau. Ja, das war so jetzt erstmal nichts gewesen nach dieser ersten 10 Minuten Ladesession. Ja, hätte mich auch sehr gewundert. Dann laden wir sie jetzt mal etwas öfters, ein bisschen längers und am Ende vielleicht auch mal mit dem 12 Volt Wechselstrom, wie es Kelvin gemacht hat. Und nach der 12 Volt Wechselstrom-Tortur dann nochmal eine halbe Stunde Gleichstrom-Kur. Und dann mal gucken, ob wir dieselben Ergebnisse rauskriegen. Okay, mit 12 Volt Wechselspannung habe ich mich nicht getraut zu laden. Ich habe hier den 9 Volt Anschluss genommen. Hab dann trotzdem noch Vorwiderstände davor gesetzt und trotzdem es blubbert. Und färbt sich irgendwie. Na dann, Umwandlung. Wandel, Wandel, Wandel. Ja, wie lange soll ich das jetzt eigentlich lassen? Bis es nimmer blubbert oder so über Nacht? Nee, oder? Ja, ein paar Minuten lasse ich es mal noch blubbern. Die bekommt ganz von selbst Augen. Hallo, guten Morgen. Der erinnert mich jetzt ein bisschen an den Roboter von Machinarium irgendwie. Hä? Hallo Erwin. Grüß dich. Dein Name ist jetzt so gekommen, ne?
Erwin. Mahlzeit. Erwin war jetzt 10 Minuten, halbe Stunde an Wechselspannung dran gewesen. Ist ja gut. Was geht denn? Ja. Das. Bloß nicht aufregen. Ja, Erwin. Und Wechselkur ist jetzt vorbei. Ne? Hier oben dran ist er schon, außen dran ist das Wasser schon so weit, so gut ziemlich raus, so wie es ausschaut. Ne? Hier ist nur dieses reine weiße Zeug da. In der Mitte brutzelt es noch ein bisschen. Aber ja, haben wir dein Gehirn genug gekocht. Ne? Jetzt wollen wir dich mal ein bisschen mit gepulster Gleichspannung. Gleichspannung, ne? Also Wechselspannung mit einer Diode noch mit drin, ne? Ja, dass wir dann eine Halbwelle killen und nur die andere Halbwelle benutzen. Mal gucken, wie viel Volt du dann hast und wie viel Ampere. Erwin ist sehr, sehr warm. Also ich schätze erstmal, so 60 Grad bestimmt, mindestens. Die Vorwiderstände sind auch ziemlich warm. Echt verblüffend für so ein Netzteil, wo drauf steht, dass hier zwischen Schwarz und Weiß 9 Volt bei 130 mA rauskommen. Jetzt haben wir unsere schöne Diode mit drin. Ich glaube 1 oder 2 Ampere kann die schalten. Müsste aber reichen, denke ich, wa? Erwin. Brutzelst du noch? Ja, ne? Jetzt sind so 2-3 Stunden vergangen. Ich glaube, da war vorhin schon mal bei 5:30 und jetzt 10 Minuten später habe ich wieder nachgeguckt. Dann immer wenn ich gucke, steigt es komischerweise. Allerdings, ja, jetzt fällt es doch wieder. Okay, also ich weiß nicht, ob das so richtig am Ende ist, ob hier noch richtig Ampere reingehen. Aber ich nehme das jetzt mal als Zeichen dafür, dass er
halbwegs voll ist und schalte mal das Ladegerät ab. Abschalten und fällt runter auf. Ja, ich warte jetzt mal so 10 Minuten, ne? Siehst du das? Was ist denn das? Klopapier mit Kalium, Aluminium, Tetrahydra, irgendwas mit Wasser drin, dann noch Unsulfat. Alone halten. Ja, dann habe ich den zuerst mit Wechselstrom geladen, dann sind mir solche Augen gewachsen zu pulsieren. Blüpp, 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 die wurden immer größer. Ja, dann habe ich ihn normal geladen, dann ist er fest geworden. Und jetzt haben wir 2,2 Volt. Ne, hier 2,2 Volt. Und so eine normale kleine Batterie hat eine 1,2 Volt. So, mal gucken, ob sie jetzt einen ordentlichen Kurzschlussstrom hat. Mal gucken. Das ist ein Kurzschlussstrom. Dann tun wir nur noch kurz kurzschließen, dann kommt hier ein Wert und den gucken wir uns an und mal gucken, ob wir uns dann freuen oder. Ja, je höher, desto besser. Bist du bereit? Und los. Nix. Nix kann jetzt sein. Wo ist denn der andere Pol? Weil hier geht ja auch nichts runter, ne? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ist das schon wieder durch hier, das Messgerät? Oder ist hier das nicht richtig dran? Ah, jetzt. Nee, doch nicht. Doch nicht. Null kann nicht sein. Der schwarze hängt bloß so, ne? Ja, dafür ist der schwarze dran hier. Oh, jetzt war was da. Das ist was. 250 Milliampere. Der hilft für uns leerer Gummi. Und der geht runter. Ja, der hier unten war am Ladegerät dran gewesen. 160 Milliampere. Und die Voltzahl sagt natürlich dementsprechend ein. Ne? Gut, nehmen wir mal wieder raus. Und pendelt sofort wieder zurück auf 1,2 Volt. Okay, jetzt mache ich es halt doch mal nach Originalanleitung und schicke mal 12 Volt. Wechselspannung zuerst nochmal auf den Erwin drauf. Und dann tue ich nochmal mit 12 Volt Gleichspannung laden. Nach der zweiten Ladesession, jetzt mit einem richtigen B4U Brückengleichrichter, hier ist der Erwin, sind wir, vorhin bin ich nur so auf 5,23, 5,30 gekommen, höher wollte nicht steigen und jetzt kommt er hier so langsam an die 9 oder 10 Volt ran, was unser Netzteil liefert. Ja, der zweite Ladedurchgang schaut viel besser aus. Und wie ich jetzt weiß, soll man den sowieso laden, entladen, laden, entladen, laden, entladen. Also das Originalvideo mit dem 9 Ampere, ne, was dann da unten verlinkt ist, das ist nach einiger Zeit entstanden. Ne? Also Kelvin hat gemeint, dass er schon mehrere Tests damit gemacht hat. Und dass das dann erst nach den vielen, vielen Tests aus Versehen zwischenzeitlich mit dieser Wechselspannung gewesen ist und nach dem danachigen Laden dieser krasse Effekt mit den 9 Ampere so richtig aufgefallen ist. Ja, ich werde das erstmal ein bisschen machen die nächsten Tage und werde dann natürlich wieder drüber berichten. Ne? Bis nachher. Ja, zumindest kann ich die Zelle jetzt wirklich schon richtig benutzen. Ja, hier ist so ein mit harten 500 kHz angesteuerten, ne, hier schöne simple Schaltung. Wir haben auch gedacht, das gibt es doch gar nicht. Angesteuerte LED, ne, diesmal kein Schultief. Und ne, hier Batterie, da geht durchgängig. Wunderbar. Ja, ich glaube, in den MP3-Player haue ich die dann rein und werde sie mal entladen. Ja, coole Sache.